Moin, Wernfried. Moin, Detlef. Hast du schon gehört? Jan Hansen hat's erwischt. Freitagabend in der Kurve nach Sörup. Arm von Kiel. Soll aber sofort tot gewesen sein. Deshalb das schwarze Auto vor seinem Haus. Ich habe gleich an ihn gedacht, ich weiß gar nicht warum. Da liegt nur sein neuer Kutter. Tja, da fährt nur einer an den Baum, wo er sich gerade seinen Traum erfüllt hat. Traum? Ich weiß nicht. Die neue Anke war kein Traum. Die war Notwendigkeit. Und nach dem Warum, da habe ich schon vor 20 Jahren aufgehört zu fragen, als meine Frau starb. Damit kommst du im Leben nicht weiter. Naja, du kannst das vielleicht nicht verstehen. Du bist ja nicht verheiratet. Nee, kann aber auch nicht Witwer werden. So ist es. Und wie geht's jetzt weiter? Über das Geschäft reden wir in Moorhöfes nach der Beerdigung. Aber du bist ja kein Moorhöfter. Nee, ich bin Fremder. Hier kannst du 20 Jahre gearbeitet haben. Wenn du nicht in Moorhöf geboren bist, bleibst du lebenslänglich ein Fremder, ne? So ist das. Am besten, du meldest dich arbeitslos, Detlef. Wieso denn das? Wir haben dann mit dem Kutter noch eine ganze Weile zu tun. Ich weiß nicht, was Anke Hansen mit dem Schiff machen wird. Aber reden können wir erst nach der Beerdigung mit ihr. Wann ist die? Morgen um 12.30 Uhr. Steht auch in der Zeitung. Hier. Durch einen tragischen Unfall verloren wir plötzlich und unerwartet meinen geliebten Mann, meinen treusorgenden Papi, guten Schwiegersohn, Schwager, Fischer Jan Hansen. Im 53. Lebensjahr. Anke, Antje, Marete Weidemann. Moorhöf, Trauerfeier. Kommenden Donnerstag um 12.30 Uhr statt. Wusste gar nicht, dass Jan schon 53 war. 15 Jahre älter als Anke. Nicht alt genug zum Sterben. Weiß Gott. Thank you.
Waldemar Weidemann, wie schlecht bist du wohl noch arbeiten, bevor es endlich mit dir besser wird? Ich tue nur wegen meiner Schwester Anke ihr Unglück hier arbeiten. Und nicht wegen deinem Auskommen. Dann solltest du Anke nicht noch mehr ins Unglück stürzen und wenigstens den Dorsch ordentlich sortieren. Nutzen. Moin Junior. Wo geht? Oh, muss er wohl, ne? Zieht was auf von Osten, du. Das Sonnenhahn's dich. Ah, der Mann schaut, ja. 200. 300. 350. Von der toten Beliebung. Danke, Anna. Das ist schon gut, Anka. Noch einen Schluck? Ah, ja. Danke. Nun lang noch mal zu, Anna. Nee. Was für schöne Traktamente. Selbst gebacken. Du auch, Mutter? Ach, ein kleines Stück nehme ich noch. Ich soll ja nicht so viel, wegen dem Alterszucker. Wie wird denn das nun bei euch? Fährt Kottel denn nun allein raus zum Fischen, oder wie? Er fährt mit meinem Bruder. Ist nur Notbehelf. Ah. Jeder Mensch muss so verbraucht werden, wie er ist, Anna. Das mag wohl sein, Grete. Geh schon! Guten Tag. Moin, Herr Detlefsen. Ist deine Mutter da? Mhm. Ich hoffe, ich störe nicht. Nee, kommen Sie rein. Guten Tag auch. Guten Tag. Ich wollte auch gerade gehen. Nee, nee, Anna, bleib mal noch. Nee, meine Liebe, ich bin schon viel zu lange fort. Also, tschüss denn. Wir gehen noch mal ein bisschen durch den Garten, Anna, nicht? Ich weiß schon, deren Fritz Met hat sie geschickt. Herzliches Beileid, Frau Hansen. Danke. Ich habe ja den Jan gut gekannt. Wer in Fritz Met möchte wohl wissen, wie es weitergeht. Bitte, setzen Sie sich da. Danke. Ja, Wernfried meint... Ich werde alles verkaufen, Herr Detlefsen. Aber Mama, doch nicht den alten Kutter. Auch den alten Kutter. Vielleicht will Kuddel ja weiterfahren und ihn kaufen. Und den neuen? Tja, den kann ich nun wirklich nicht mehr abnehmen. Wir sind hier nur noch drei Frauen und mein Bruder. Naja. Ich hoffe, die Werft findet einen Käufer für den neuen. Ich weiß, er war der Einzige, der in diesem Jahr auf Kiel gelegt wurde. Bestellen Sie Wernfrieds Met, dass ich alles verkaufen will. Mama, das kannst du doch nicht machen. Papa hätte nie verkauft. Nie, nie, nie. Kind, bitte mach jetzt deine Schularbeit. Mensch, Oma, sag du doch mal was. Mama darf nicht verkaufen. Oh, geh du doch fischen. Okay. Das kannst du. Mit Onkel Kuttel. Entschuldigen Sie, Herr Detlefsen, Antje ist sonst nicht so. Sie ist ganz durcheinander. Ist verständlich. Mama, ich geh fischen! Und du machst die Buchführung! Beruhig dich doch erst mal, Antje. Nur wenn wir den Kutter behalten! Mir kommt das alles zu schnell. Ich kann doch nun wirklich nicht selber rausfahren. Eine Frau auf dem Kutter. Frau Hansen, wenn Sie irgendeine Hilfe brauchen, ich bin ja gelernter Bootsbauer, war auch früher oft draußen auf Dorsch mit Knutzen, daher kenne ich ihn überhaupt. Also, wenn Sie... Ja, das hat ja nur alles noch Zeit, ne? Meine Tochter muss nur erst mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Sind Sie denn nun arbeitslos? Ich werde wohl arbeitslos. Wenn wir das Schiff weiterbauen können, habe ich noch 3 Monate. Wenn nicht, dann bin ich gleich arbeitslos. Aber arbeitslos werde ich in jedem Fall. Ja, was ein Unglück überall. Ja. Schönen Gruß an Wernfrieds Met. Ich muss erst mal sehen, wie ich da durchkomme.
Er fischt für uns, er fischt nicht für uns. Er fischt für uns, er fischt nicht für uns. Wer fischt für euch? Haben Sie fischen gelernt? Ja. Wann? Gleich nach meiner Bootsbauerlehre. Hast du das Patent? Nee. Das musst du aber machen. Gut, hat es nämlich auch nicht. Bin ich hier in einem Verhör oder was? Wie alt sind Sie? 44. Mein Vater war schon 52. Aber der war auch Fischmeister. Ich weiß, ich habe ihn gekannt. Ich kenne Sie auch. Kannst ruhig du zu mir sagen. Weißt du, was der Ernst des Lebens ist? Nee, ich glaube, das weiß ich nicht so genau. Bei meiner Konfirmation, da hat meine Oma gesagt, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Aber dann hat mein Vater gesagt, der Ernst des Lebens beginnt erst, wenn ich von der Schule komme. Weil ich dann nämlich ins Berufsleben eintrete und Fischer werden soll. Aber dann hat meine Oma gesagt, so ein Unsinn. Mädchen werden nur Verkäuferin oder Krankenschwester oder so. Soll ich dir mal was sagen? Mhm. Ich gehe jetzt von der Schule ab und dann werde ich Fischer. Aber bis dahin musst du den Kutter fahren, mit Kuddel. Du, Kuddel ist prima. Der weiß alles übers Wetter. Machst es oder machst es nicht? Antje. Ich glaube, da hat deine Mutter noch ein Wörtchen mitzureden. Ach, das ist doch nur eine Ausrede. Nein. Über sowas muss man nachdenken, da muss man drüber schlafen. Und jetzt geh mal nach Hause, die werden sich Sorgen um dich machen. Tschüss. Tschüss. Du, ich vertrau dir. Bis bald. Nun frag mal, Anke. Deswegen bist du ja gekommen. Wie lange hat Detlefsen bei dir gearbeitet? 3 Jahre. Ich will dir was sagen, Anke. Detlefsen war mein bester Mann. Hat von der Pike auf gelernt, ist ganz von unten gekommen. Meine Eltern sind schon lange tot und Geschwister hat er keine, soweit ich weiß. Wie bist du überhaupt an ihn gekommen? Uwe Asmus hat ihn mitgebracht. Die beiden sind mal zusammen auf dem Kutter gefahren. Ist er zuverlässig? Unbedingt. Hast du schon einen Käufer? Das wird schwierig, Anke. An der gesamten Küste wird in diesem Jahr kein einziger Kutter auf Kiel gelegt. Ich weiß noch nicht, wie es weitergehen soll, Werenfried. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Du bist eine tapfere Frau, Anke. Niemand wird das hier verübeln, wenn du nicht weitermachst. Tja, Uwe Asmus, nun sag doch mal was. Ja, ich sag dir, du sollst nicht Fischer werden. Na, ich bin Fischer. Und was bin ich? Ich bin ein Sklave. Von der Genossenschaft und den Subventionen und den Fischereigrenzen. Ich bin der letzte Fischer von den Knutzens, das sage ich dir. Und Uwe Asmus Junior? Uwe Asmus Junior bleibt kein Fischer. Da kannst du aber ab. Naja. Und ich? Bin ein arbeitsloser Schiffbauer. Hab kein Schiff, hab kein Haus, hab keine Frau. Quasi vogelfrei. Warum soll ich nicht Fischer werden, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet? Warum willst du Fischer werden, wo dein Freund kein Fischer mehr bleiben will? Ich will nicht arbeitslos sein, Mann. Lass uns doch mal was anderes machen. Du, wir beide zusammen. Hm? Was denn? Fällt dir nichts ein, wa? Rutsch mal ein Stück. Ich wollte dich was fragen, Kuddel. Ich weiß, was du mich fragen wirst, Anke. Ob Detlef Detlefsen die neue Anke fahren soll. Mach eine Probefahrt mit ihm. Gib mir Detlefsen hier auf den alten Kutter. So lange will ich wohl denn noch fahren. Ich vertraue dir sehr, Kuddel. Die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen. Tja, wir müssen, ob wir wollen oder nicht. Moin, Kuddel. Tschüss. Tinte. Ich hab keine Patronen mehr. Ich hab noch welche. Ich hol sie dir.
Antje? Ich muss es nur noch schön anmalen. Orange und lila, du. Mit Weiß abgesetzt. Findest du, dass das gut aussieht? Findest nicht? Ja. Lila. Wollen wir eine Probefahrt machen? Nicht nur mit mir. Mit wem soll ich denn sonst fahren? Na gut, fass an. Upp. Wo willst du, vorne oder hinten? Vorne. Kommt gar nicht in Frage. Oh. Hör mal zu, Mutter, ich mache mir Sorgen um Antje. Seit Jan. Ja, sie ist kaum noch zu Hause. Sie ist schon wieder ab durchs Fenster. In dem Alter, da brauchen sie eine starke Hand. Das war bei dir nicht anders. Doch, das ist doch nicht wichtig, wie das bei mir war. Es geht jetzt um Antje, Mutter. Vielleicht solltest du mal mit Herrn Detlefsen sprechen. Mit dem steckt sie ja dauernd zusammen. Detlefsen? Davon weiß ich ja gar nichts. Du, ich hol mir mal ein anderes Messer. Ich habe aus Versehen das alte mitgekriegt. Nee, sag mal, was ist mit Antje und Detlefsen? Na ja, die Leute, die schnacken darüber, ne? Weil Antje ja auch schon so entwickelt ist. Was? Mensch, Antje ist doch noch ein richtiges Kind. Wer sagt denn sowas? Na, lassen. Auch das noch. Oh Mann, wenn Jan noch da wäre, hätte sich kein Mensch getraut, darüber zu reden. Ja, das macht wohl sein. Guck dir das an. Moin, Kuddel. Moin, moin. Bei so einem lütten Gör möchtest bald mehr als Vater sein. Ganz wie Anke Weidemann von früher. Ja, an den Kindern merkt man, wie man alt wird. Ja. Du kommst doch mit rein, ne? Ach, deine Mutter hat doch zu tun. Ach, die ist sowieso sauer, weil ich abgehauen bin. Komm. Hopp. Ist toll mit dem Rad, ne? Ja. Wir gehen in die Küche. Die werden staunen, wenn sie das Tandem sehen. Mhm. Setz dich doch. Nee. Du hast noch Kaffee. Herr Detlefsen? Da, Frau Weidemann. Mensch, Oma, guck doch nicht so. Guckst wie ein Auto. Töff du mal ab, bis deine Mama kommt. Du, die ist schon ordentlich ärgerlich. Na und? Glaub ja nicht, dass ich Angst habe. Herr Detlefsen? Da, Frau Hansen. Ja, ich glaube, ich muss mal was erklären. Lass mich das mal machen. Detlef und ich haben ein Tandem gebaut. Eine Woche lang, jeden Tag nach der Schule. Ja? Na, weil Detlef arbeitslos ist, solange du nicht weißt, was du willst. Jetzt langt's aber, Antje. Geh in dein Zimmer. Herr Detlefsen, kommen Sie doch bitte mit in die Stube. Ich habe was mit Ihnen zu besprechen. Bitte, Herr Detlefsen. Ja. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, den Betrieb im Sinne meines Mannes weiterzuführen. Ich werde auch den neuen Kutter fertigstellen lassen. Dazu brauche ich einen ausgebildeten Schiffsführer. Kuddel ist nur Gehilfe. Hätten Sie eventuell Interesse, sich umschulen zu lassen? Das kann ich so schnell gar nicht beantworten. Ich verstehe. Das würde ja heißen, ich weiß nicht, Frau Hansen, aber es wäre ein völlig neues Leben für mich. So ganz jung bin ich ja vielleicht auch nicht mehr. Umschulen. Dich auf den Namen Anke. Ich wünsche dir allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ja.
neues Schiff. Hm?